Entsendung der edlen Mönche. Als die Herrschaft des letzten Kaisers von Bayrisch-China im Jahre 2019 zu Ende ging, erschien den Mönchen der Sieben Täler die Drachenprinzessin und gab ihnen den Auftrag, ein neues Oberhaupt für das Reich zu finden. Die Mönche gingen auf ihrer Suche von Anfang an bis an ihre Grenzen. Um genau zu sein, bis an die Grenzen der Klostermauer. Um den oder diejenige zu finden, der oder die würdig erschien, in den oder die Fußstapfen vergangener Kaiser zu treten. Doch der Erfolg hielt sich in Grenzen. Also durchstöberten die Mönche auf der Suche nach Erkenntnis ihre Bibliothek. Und sie eigneten sich dort das Wissen vergangener und weniger vergangener Zeiten an. Schließlich mussten die Sieben jedoch einsehen, dass es an der Zeit war, die schützenden Mauern des Klosters zu verlassen. Doch dafür waren sie offenbar noch nicht bereit. Aus diesem Grund suchten sie die heilige Stätte auf, um sich vom großen Meister Vater Lan in den bayerisch-chinesischen Kampfkünsten ausbilden zu lassen. Nun war der Alte nicht mehr der Jüngste, weshalb auch sein Gehör in die Jahre gekommen war. Und die Mönche, die es sonst gewohnt waren zu schweigen, waren nicht gerade rhetorische Genies. Nichtsdestotrotz willigte der Alte schließlich ein und das Training konnte beginnen. Mit dem Wissen aus der Bibliothek und der Körperbeherrschung, die Vater Lan ihnen gelehrt hatte, waren die Mönche nun also im Vollbesitz aller Fähigkeiten, derer es bedarf, einen geeigneten Kaiser für das Bayerisch-China-Reich zu finden. Die Suche konnte beginnen.
Doch davon, ob diese erfolgreich sein würde, war nicht jeder so überzeugt, wie die Mönche es waren.